Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Wir haben Montagnachmittag. Die Kinder sind gerade alle aus der Schule gekommen, außer Lisa, die ist natürlich zu Hause geblieben. Einer muss sich ja um die Kinder kümmern. Jetzt, da alle zu Hause sind, hat sie sich ihre verdiente Pause genommen. Nein, ich stehe jetzt nicht auf, ich habe jetzt Arbeit. Ihre verdiente Pause genommen und sich mal ein paar Minuten zum Schlafen gelegt. Hier ist kunterbunt und alles durcheinander. Sarah macht ihre Hausaufgaben. Genau. Der Herr tut. Warum ist denn der so aufgebracht? Nein, mir geht's nicht gut. Oh, Stimmungsschwankungen, na geile Scheiße. Laute Musik hören. Hallo? Er spielt jetzt ein bisschen, um Spaß hochzukriegen. Den hat er auch. Da muss bloß noch dieses hier, dieses da weg. Oh, das dauert eine Weile. Madame. Geht spaßmäßig auch wieder gut. Sie könnte sich dann mal duschen. Ich habe eigentlich Tabletten für die Kopfschmerzen und alles gegeben, aber irgendwie haut da was nicht hin. Hier, Tabletten bekommen. Ich weiß nicht, wartet mal, wenn ich Slice of Life soll Einstellungen. Entferne den Trunkenheitsbuff, NPC-Ereignisse, wähle Talent. Hautpflege, das ist bloß das. Ja, Körperpflege wäre das, aber wie gesagt, Schmerztabletten. Jetzt ist ein bisschen benommen. Naja, mein Gott. So, die Maus tut am Computerspielen, ist aber fertig, also reicht mit Computerspielen. Dann könnte sie jetzt ihre Hausaufgaben machen. Und die ist stinksauer. Wegen nervenden Lehrern. Nö. Dann macht sie jetzt auch ihre Hausaufgaben. Mit links erledigen. Das klingt gut. So. Und du musst auch Hausaufgaben bitte machen. Was machst du? Dir geht's noch gut, Schatzi? Könntest du mal aufs Töpfchen gehen nebenbei? Wo macht Sarah bitte die Hausaufgaben? Ach, dort? Nein. So, dann tust du was essen. Ne, vorher gehst du gleich noch aufs Klo. Verwenden. Dann tust du was essen. Und dann machst du auch deine Hausaufgaben, bitte. Du bist jetzt bitte still, du machst auch bitte Hause. Warum ist denn das jetzt schon wieder? Ach, jetzt. So, und du auch Hausaufgaben machen. Was ist denn nun? Kopfschmerzen. Ah. Hasi. Hier steht Grippe bekommen. Geht's dir wieder gut? Willst du mich verarschen? Mache jetzt deine Hausaufgaben. Du bist fertig? Du bist müdli, aber du kannst vorher noch einen Salat schnapseln. Und dann kannst du schlafen gehen, ja. Morgen müssen wir uns mal um die kleinen Kinder kümmern. Und die macht jetzt auch Hausaufgaben, sehr schön. Du musst jetzt mal zwischendurch aufstehen. Es tut mir ja leid. Und dann kannst du mal dein Bild verkaufen. Und dann tust du. Nein, wir können jetzt kein Geld ausgeben. Videobestand ansehen. Den Vlog-Übergänge hinzufügen. Kann mich das nicht ändern? So. Ach, da brauchen wir aber schon mal hier nicht aufräumen, ne? Hier. Erforschen? Oh, ich habe doch hier schon irgendwas erforscht. Na ja, gut. So, ich muss aufs Klo.
und brauche wieder ein bisschen Spaß. Aber sie können doch mal ein bisschen trainieren. So, der ist immer noch sackig. Sag mal, die will mich doch verarschen, die Dache, oder? Warum hat Nadine Kopfschmerzen? Hat dieser Sim genug geschlafen? Hat dieser Sim nicht lange nichts gegessen? Was machst du? Setz dich jetzt hin und iss! Die macht mich alle gerade. Gartensalat essen. Mensch. So. Benaza, Schlauf. Das verstehe ich gerade nicht, aber es ist okay. So. Und dann können wir jetzt Videobestand ansehen, das Video Effekte hinzufügen. Zu trainieren. Holt sich jetzt einen Salat. Oh, da. Ah, geil. Sehr schön. Sarah kann jetzt auf dem Laufband einen Dauerlauf machen. Außerdem kann sie den Computer nach Trainingstipps durchsuchen. Oh, wer bist denn du? Bist du eine Mann oder eine Maus? Was bist du? Das ist ein Mann. Lisa, hier steht ein Mann vor der Tür. Hättest du mal kurz Zeit? Ich weiß, das ist nicht der hübscheste, aber alles für die Challenge. Genau, zieh dich schön an. Fein machst du das. Sag mal, du stehst vorm Essen, du Horst. Was ist mit dir, Nirisch? Kaum ist die Mutter nicht mehr da, drehen die Kinder alle frei oder was? Oh, dann machst du bitte deine Hause. Oh, die macht mich alle, die Alte. Nibs Jabin Bonwasa. Bepite Pelka. Arvini. Ja, ich kann mich bloß mit dem anfreunden. Pizzabude, okay. Faloni furnished shoes. Yasinar Blinard? Mom? Yips! Abari! Abliva! Pakyoin Limla? Oh, Yips! Kibaya! Hey! Davishi Slekam? Kankuya! Lisa lernt gerade die Männer kennen. Naya Buya! Sama! Oh, Skonit! Das ist nicht lustig! Bist du eigentlich? Wef Wemp, Benu Siblurf, Koba. Ihr Koi Refsieg, Miam Fullstab. Omof, Sikafuf, Wanafaj Lika. Ooh, Schwabi Glarf Wiesnag. Neeb. Fonsil, Yadraz Jorm. Sarkini. For. Quimble. Ooh. Pakyoin Limla? Oh. Kibaya! Galpa Fateb, Benopa Kampe, Saba, Venirsch. So, da haben wir schon mal zwei Männer, die wir jetzt kennen. Parsagap Rabe? Varnoi! Kringbolekwisa! Dag! Ihr seid doch nicht mal sauber, was macht denn ihr hier? Verschwinde! Verschwinde! Jetzt muss ich die Tonne wieder hier hinstellen. Ich hoffe, die funktioniert jetzt wieder.
Das hatten wir ja schon mal, dass sie dann nicht funktioniert hat. Ja, genau. So, lass mal Müll weg. Jetzt fangen wir mal an, hier durchzugucken. Kind 1. Lisa geht auf Klo, geht sich duschen. Kind 2 schläft schon. Okay. Kind 3, ja, auch. Du könntest deine Zusatzaufgaben machen. Und du bist zwar auch müde, aber du hast noch ein bisschen Zeit und Zusatzaufgaben machen. Die schläft, naja, dann soll sie schlafen. Die muss dringend pieseln und dann dringend was essen. Und dann macht sie noch ihre Zusatzaufgaben. Und los. Dag, dag. Dass ich jetzt mal naus hier oder was? Quiet been Bayumi. Hey, Yoon. Big Kampa. The Fala. Sikora Quinarb. The Flarza. Kann die eigentlich joggen gehen? Okay. Sarah geht duschen. Lisa geht duschen, das ist schön. Dann kannst du mal hier... Tschüss. So, Lisa, da hast du jetzt schon zwei Männer kennengelernt. Das ist der Mirko, kennst du ja auch. Das wäre dann auch einer. Das ist 1, 2, 3. Den kannst du nicht nehmen, das ist ja Jules. Das ist ja hier der Vater von den Club. Den Beben. Das ist dein Vater. Passt schon. So. Hier, du sollst deine Hausaufgaben machen, du dumme Kuh. Und nicht so viel Kaffee trinken. Jetzt Schluss hier. Mann. Huch. Mann, die Fenster. Lisa, guck mal. Das ist ein Kaffee. Tu mal Kaffee trinken. Und dann tust du noch ein Bild malen. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ja, du tobst dir die ganze Zeit rum wie so ein kleiner Rohrspatz. Ich probiere das jetzt einfach. Jetzt hat sie die Grippe. Schade, ich dachte, das wäre... Och Mann. Ich dachte, das wäre genau... Das ist einfach bloß... Und das geht nicht. Das geht nicht. Ich weiß nicht, warum. Okay, schlafen. Schlafen hilft. So, Mike ist fertig. Dann kann Mike jetzt auch ins Bett gehen. Marco wird wach. Marco hat Hunger. Oh mein Gott. Lisa, Schluss. Du musst zu Abendessen machen. Oh je. Italienische Fleischbällchen. Los, schnell. Schnell. Nein. Du hast wohl einen Treffer. Ja, na sowas. Hatte ich das einfach weggemacht. Oh nein.
2 Tage noch ist sie traurig. Was bist du denn? Oh nein, das liegt an dem Impact. Ja, deine große Schwester kommt gleich, die kümmert sich gleich um dich. Ich muss mich erstmal um die kümmern, die ist fertig. Gut, dann geht die ins Bett. So, dann machen wir noch ein bisschen Essen. Essen, Essen, Essen. Dann holen wir das Kind runter. So, es geht gleich los. Mal bloß beobachten, dass er auf die Decke kommt, wieder Kreide zu essen. Hm? Ah, also das kannst du auch machen. Ja, hab ich gar nicht gesehen. Das machen wir dann in der nächsten Folge, die umstylen, die kleine Maus. Jetzt wollte ich gerade sagen, hier ist der Schrank umgefallen. Das sah so blöd aus. So, italienische Fleischbällchen. So, dann gehst du jetzt mal hoch und holst mal das Kind. Nimmst einfach mal. Mal hochheben. Erstmal hochheben. Soweit geht es dem Kind ja gut. So, dann kannst du... Ja, das ist ein Pflegekind. Was, stopp! Mann! Oh! Ich hab's gesehen. Oh, das sieht aber auch geil aus, oder? Ja, geh gleich los. Das Männchen hat nach Rauchen geblickt. Jetzt muss er noch 2 Minuten warten. Oh. Und Ala. So, warte, genau. Du solltest das Kind runterbringen, weil das kann ja noch keine Treppen laufen. Und du tust das Kind bitte hier absetzen. Veronika hier absetzen. So, was ist jetzt mit dir? Fleischbällchen essen. Na dann los. Oh, da. Oh je. Lisa! Du? So. Naja, gut. So, ihr Lieben, mit dem Bild von unserer Nala, wie sie hier steht und überhaupt nicht alt ist, werde ich mich für diese Woche von euch verabschieden. Nala ist ein Geist und ist wieder da. Mal sehen, ob ein Kind mit ihr reden kann oder reden wird. Ich werde es nicht erzwingen. Genau. Ich würde sagen, wir sehen uns am Montag wieder zu einer neuen Folge Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Und ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Und genau. Ruht euch schön aus, damit ihr wieder Kraft sammelt für die nächste Woche. Also, bis dahin. Ciao.